Ja, hallo Leute, hier wieder euer Droso mit Let's Play angezockt, also mehr von Skyrim, und wir sind hier in Flusswald und mächtig überlastet und versuchen hier das Kontor zu finden. Ich hoffe, das ist nämlich der schlafende Riese, und verkaufen das Zeug, damit wir endlich wieder marschieren können. Vor lauter Gier alles geschnappt, was da nur ging. Ah, das ist die Kaschemme, verflixt noch einmal. Aber vielleicht können wir da hier auch verkaufen. Hört ihr zu? Es ist schwierig, das nicht zu tun. Das Bier wird schlecht. Wir werden Nachschub brauen müssen. Ordner, ja? Ja, das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Also wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich komme. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Kann ich das Alchemielabor benutzen? Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Okay, Alter. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Was habt ihr zu verkaufen? Da schauen wir doch gleich mal. Einen Blick darauf. Gut so, wie schaut denn das jetzt aus? Der Ogner hat Essen. Gegenstände über den Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb den Trennstrich gehört hier. Um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen, wähle ihn aus. Genau das machen wir. Wir haben nur verflixtes Essen und so Schmarren. Das ist aber alles ziemlich leicht, deswegen werden wir es nicht verkaufen. Und das ist noch leichter. Verflixt noch einmal. Und kaufen werden wir da überhaupt nichts zurzeit. Wein, Bier, Brot, Ziegenbein, gegrillter Lauch, Honigbeermet, Kaninchenkeule, Nordenmet, roter Apfelwein und Wildbrettkotelett. Okay. Ogner, es war mir ein Vergnügen. Ich suche Arbeit. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Woher erfahre ich mehr über Magiker? Sucht ihr Arbeit? Wer mir nicht? Wir werden gleich da mal weiterfragen. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ne? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Ach so? Und wo erfahre ich mehr über Magie? Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Okay. Das war's dann vorerst. Ogner. Bis zum nächsten Mal. Ja, viel Spaß mit deiner Frau. Ich mache hier nur einen kurzen Schnitt, bis ich die Kaschemme gefunden habe. Zimmer und Essen, auch Getränke. Ich koche. Mir gibt's nichts zu sagen. Aber mit dir werden wir noch reden, Mädel. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Was ist denn jetzt los? Da hinten ist das Alchemielabor. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Okay. Zimmer brauche ich keins. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Okay. Noch einmal? Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das sind doch alles Hirngespinste. Nun gut, also die Gerüchteküche brodelt hier anscheinend. Und wie gesagt, ich mache hier einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder beim Kontor, ne? Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ah, die
Die Camilla, genau, mit der haben wir auch noch was vor. Die setzt sich jetzt kurz einmal hin und wir werden da jetzt mit dem reden. Ne? Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ja, okay. Schauen wir mal. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Ist okay. Ist was passiert, ne? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Okay. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein. Ach, bei den Acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Okay. Wir reden mal mit dir. Zeigt diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Verkauft ihr auch Zauber? Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Immer wieder diese Winterfeste. Okay. Der Junge hat alles zu verkaufen. Waffen, Bekleidung, Zaubertränke, Essen, Bücher und sonstiges. Und da schauen wir gleich einmal nach, ob der was hat, das uns interessiert. Was wir nicht auch schon haben. Die haben wir auch. Pfeile, ja. Ist eigentlich nichts dabei an Bekleidung. Schauen wir mal. Sowas haben wir ja schon. Diadem der geringen Schießkunst. Rüstung, Gewicht, Bögen bewirken um 15% höheren Schaden. Wert 2776. Sonnenhelm haben wir. Die Eisenpanzerhandschuhe, die haben wir auch. Eisenstiefel, die haben wir, ja. Novizenrobe der Illusion. Das ist alles zu teuer. Also Kleidung lassen wir mal, Zaubertränke, wir schauen mal beim Büchern nach, ja. Und Zaubertränke. Aha. Alles klar, Bücher schauen wir nach. Zauberbuch Eichenhaut, 134. Hm? Steigert den Rüstungswert des Zaubernden 60 Sekunden lang um 40 Punkte. Ein Kältestoß der Gesundheit um Ausdauer 8 Schadenspunkte pro Sekunde zufügt. Zauberbuch Frostbiss, Zauberbuch Hellsehen. Ja. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel, das wäre ja interessant. Ja. Zauberbuch leichter Schutz. Erhöht den Rüstungswert um 40 Punkte und absorbiert bis zu 40 Schadenspunkte durch Zauber oder Effekte. Ja. Zauberbuch Raserei, Kreaturen und Personen bis zu Stufe 6 greifen 30 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an. Zauberbuch Zombie erwecken, ja, belebt einen schwachen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Ja, klingt ja alles gut, aber zuerst wir verkaufen ja, ne? Wie viel hat denn der? Der hat ja gar nichts. 782, ja, diese Dolche verkaufen wir alle, ja. Okay. Die Axt behalten wir, die kommt ja gut. Oder? Die ist schwer und hat keinen Wert, Leute. Ja, egal, Eisenhammer, den brauchen wir, das ist unsere beste Waffe. Diese Kriegsaxt verkaufen wir einfach. Sind nur schwere Sachen. Eisenpfeile, Eisen, den Hammer lassen wir. Vielleicht das Schwert. Die Streitaxt, die ist auch nicht gut. Eisenschwert, Streitkolben, da verkaufen wir zwei Stück.
So, wie viel hatten der jetzt schon? Achso. Der Eisenzweihänder, der bringt auch nicht viel. Langbogen brauchen wir. Und die Stahldolche, die sind auch nix. Ja? Okay, jetzt haben wir schon einmal aufgeräumt hier. Und den rüsten wir doch gleich einmal aus, ja? Ach, das können wir da gar nicht. Egal. Bekleidung haben wir auch einen ganzen Haufen. Eisen, Eisen, Eisen. Die Fellstiefel verkaufen wir. Die Fußlappen verkaufen wir auch. Die grob gewebte Tunika und kaiserliche Sachen, kaiserlicher Helm. Die Novizen, Novizen behalten wir. Das Beltschild brauchen wir auch nicht. Schmiedeschürze könnten wir eventuell brauchen oder auch nicht. Den Ring? Ha? Bo, 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 bo. Sturmbrustpanzer, die hauen wir auch gleich weg. Okay. Und die Tunika mit Gürtel, die hauen wir auch weg. Gut so. Haben wir noch was? Zaubertränke, die behalten wir alle. Essen behalten wir auch alles. Das ist ja alles nicht schwer. Dann haben wir da Zutaten. Ist auch nicht schwer. Bücher. Die behalten wir, die müssen wir noch lesen und sonstiges. Irgendwie haut der mich da übers Ohr, kommt mir vor. Der Bärenpelz, der hat ja viel mehr Wert. Ja, irgendwie haut das da nicht hin. Gewicht, genau, die Holzkelle, die brauchen wir nicht. Holzschale, wir hauen da alles einmal weg, was wir nicht brauchen. Stahlballen brauchen wir, Totenschädel brauchen wir auch nicht und den Wolfspilz. Das ist ein böser Bube. Gut, wir haben uns erleichtert und das war's auch und mehr wollten wir nicht und dann passt das schon, ja. Okay. Mhm. Also gutes Geschäft war das nicht, aber wir sind da ja wieder mal vollends glücklich, denke ich mal, und haben auch nichts zum Ausrüsten. Wo sind Eisenhammer? Da, den werden wir ausrüsten, okay. Gut. Okidoki, lieber Freund. Wir schauen uns da noch kurz einmal um, was es da so gibt. Wie gesagt, Zaubertrank und ja, alles Mögliche, was der da hat. Ja. Und die Valeria ist weg, oder wie hat die geheißen? Camilla. Na gut, das war's wieder mal. Wir schauen da rauf. Eventuell sind die dann böse, aber wir schauen da mal in die Hütte rein. Ist ja nicht schlecht da. Und wenn wir das da... Aha. Gold stehlen. Das ist nicht gestohlen. Ah doch, wir müssten das stehlen. Lieder der Rückkehr, Band... die letzte Geschichte von Creon, okay. Da können wir nur lesen und sonst würden wir das stehlen. Das war's dann. Ja, und der schaut ja mit Argus. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Okay, das machen wir dann auch. Und gehen jetzt frohgemut wieder in die Stadt. Leute, das war's für diesmal. Wir haben jetzt die Kaschemme kennengelernt und auch hier das Kontor und wissen, wie es ist. Dieses Schlitzohr haut uns über, der zieht uns über den Tisch, der haut uns übers Ohr. Weil ja, das, was wir verkauft haben, ja viel, viel mehr wert war, als wir da bekommen haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn ihr am Laufenden bleiben wollt und ja, das nächste Mal wieder reinschaut, freue ich mich, wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Ich war jetzt da ganz in Gedanken versunken. Schönen Abend noch, ciao.